Die B-Junioren der BSG Chemie Leipzig haben einen Lauf. Tabellenplatz 1 in der Landesklasse nach 2 Partien. Genauso hat sich das Trainer Marcel Sabatowski vorgestellt. Anders bei der BSG Stahl Riesa. Das Team von Jörg Schmidt in der Landesliga Schussbude mit 3:19 Treffern. Die Folge Tabellenplatz 15 nach 4 Partien und nur 3 Punkten. Chemie in grün von links nach rechts, nicht mit dem frühen Treffer in dieser Anfangsphase. Schiri Vögler und sein Gespann haben richtig erkannt, abseits von Noah Monin. Chemie trotzdem die bessere Mannschaft in dieser Anfangsphase. Carsten holt sich hier den Ball. Dogan schließt ab, zunächst pariert, aber dann ist da Chemley Nins zum 1:0. Nach 10 Minuten klingelt es das erste Mal für Chemie Leipzig. Torwart Felix Antrag konnte den Ball nicht mehr gut genug abfälschen, damit der Viertoremann aus der Landesklasse sofort mit dem ersten Treffer. Die Gastgeber auch weiterhin am Drücker. Nächster guter Ball von Carsten und Tefer muss grätschend eingreifen. Fast das 2:0 für Chemie Leipzig, von Riesa fast gar nicht zu sehen. Dauert ein wenig, dann gibt's die erste Chance für Leonard Kotte, aber das eher ein Verzweiflungsversuch. Chemie abseits vom legendären Alfred Kunze Sportpark, immer wieder mit guten Ideen. Monin über rechts, eifrig der Mittelfeldmann. Und dann Nims per Kopf im zweiten Versuch. Bleiben sie auch an Felix Antrag hängen, der Torwart von Stahl Riesa hier mit brillanten Reaktionen. So oder so ähnlich hat Marcel Sabatowski sich das vorgestellt. Etwas besser kann die Chancenauswertung aber noch werden. Weiter geht's, auch mit Chemie im zweiten Durchgang, gut kombiniert und Oliver Seitz, fehlen hier ein paar Zentimeter, Antrag war schon draußen, er hat dreimal in der Landesklasse getroffen, bleibt hier aber auch nicht erfolgreich. Dann wird das erste Mal Sam Dehne im zweiten Durchgang zumindest an einen Hechtsprung erinnert, mehr zu tun hat Antrag auch bei dieser Freistoßchance von Yusuf Doga. Denn Carsten zum 2:0. Die Chemiker wollten den Deckel drauf machen. Das gelingt ihnen quasi schon in der 56. Minute. Stahl Riesa hat nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. So macht es der Mittelfeldmotor nach klasse Solo mit einem noch besseren Abschluss. Die Spielfreude bei Chemie aber noch lange nicht erschöpft. Freistoß, Liebke, tolle Flanke, Seitz per Kopf, der Treffer hätte nicht gezählt wegen Abseits. Es bleibt am Ende beim 2:0 für Chemie Leipzig. Im AKS scheint sich etwas zu entwickeln, auch die individuelle Klasse der B-Junioren wird immer stärker. Das bemerkt zumindest auch Jörg Schmidt bei uns im Interview. Das lassen wir traurig, wir hätten natürlich gerne gewonnen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber wir müssen nur einsehen, dass der Gegner einfach stärker war, bedeutend stärker, besser besetzt und auch besser Fußball gespielt hat. Faire Worte vom Gegner, für Chemie geht's am Samstag weiter, dort gegen Blau-Weiß Leipzig.